Hallo, ich bin Paul vom S-Pass, Salzburger Jugendkarte. Brandneu, die digitale Lehrlingskarte. Die stelle ich dir heute vor und zeige dir, wie du sie in der App installierst. Warum sage ich dir was über die digitale Lehrlingskarte, wo ich doch beim S-Pass, bei der Salzburger Jugendkarte arbeite? Weil die beiden in der digitalen Lehrlingskarte vereint sind. Das heißt, du zückst dein Smartphone mit der digitalen Lehrlingskarte und hast dabei den Altersnachweis, den offiziellen Altersnachweis nach dem Salzburger Jugendschutzgesetz. Du hast die Lehrlingskarte dabei, praktisch in Bus und Bahn, und es tut sich für dich die ganze S-Pass-Vorteilswelt auf. Das heißt, im ganzen Bundesland Salzburg, bei mehr als 400 Partnern, kriegst du Ermäßigungen oder Goodies. Das kann sein Kino, Konzert, Festival, Freibäder, Skigebiete. Ah ja, die Lehrlingskarte ist kostenlos. Wir sind jetzt auf der Homepage vom S-Pass von der Salzburger Jugendkarte und hier kannst du deine Lehrlingskarte bestellen. Digital, aber auch die normale. Auf Registrieren klicken. Wir legen jetzt ganz einen neuen User an. Das bist du. Das heißt, dein Vorname, dein Nachname, Geburtsdatum, deine Lehrvertragsnummer und eine E-Mail-Adresse, die wirklich gültig ist, weil da bekommst du gleich drauf eine Bestätigung hingeschickt. Die brauchst du, um die App zu aktivieren. Bei deinem Vornamen ist ganz wichtig, wenn du dann Doppelvornamen hast, unbedingt den Doppelvornamen verwenden, also deinen offiziellen Namen, so wie es auch bei der Wirtschaftskammer Salzburg angegeben ist, weil die geben dir ja auf deinem Lehrvertrag deine Lehrvertragsnummer. Wir haben hier herunten dann eine Sicherheitsabfrage. Falls du die nicht lesen kannst, einfach auf Neu laden. Bis du eine kriegst, die es halbwegs da liest, dann brauchen wir noch dein Ja für die elektronische Verarbeitung deiner Daten. Ich habe jetzt irgendwo einen Fehler gemacht. Das heißt, ich muss nur mal genau schauen. Okay, wahrscheinlich ist es, weil ich Maria Ursula heiße und nicht Maria. Wenn du das hast, gehst auf Registrieren, lädst ein Foto hoch und dann bekommst du von uns eine E-Mail. So, jetzt geht's los mit der Installation der digitalen Lehrlingskarte in die S-Pass-App hinein. Ich zeige es jetzt für Android vor. Du gehst in den Play Store, kriegen wir das ein bisschen schärfer. Genau. Und suchst dann nach S-Pass, S-Pass, Jugendkarte. Und da ist auch schon die S-Pass-App. Das ist das Gefäß für deine Lehrlingskarte. Dann bestätigst du, dass die App zugreifen darf auf deine Identität, auf deinen Standort, Fotos, Medien, Dateien, Kamera, Geräte-ID und Anrufinformationen. Gut, jetzt wird das ganze Ding installiert und dann kann man es auch schon öffnen. Jetzt sind wir direkt in der S-Pass-App drinnen. Hier hast du alle 400 Vorteilsgeber im ganzen Bundesland Salzburg. Kino, Freibäder, Skigebiete, Fahrschulen, alles Mögliche, was für junge Leute sinnvoll ist. Du kannst bei unseren Gewinnspielen mitmachen. Hier haben wir aus unserer Eventdatenbank die Top 5 Events pro Woche von über 300, die ermäßigten Eintritt haben für dich. Unter News gibt es Neues über den S-Pass, über die Lehrlingskarte, aber auch einfach über jugendrelevante Themen. Hier kannst du dir die Schoolcard reinladen. Also da ist die S-Pass-App dann auch das Gefäß für deine Schoolcard oder Super Schoolcard. Und für uns geht es jetzt weiter mit Mein S-Pass. Hier bei Aktivieren. Das ist jetzt die Programmierung für die digitale Jugendkarte. Wir haben aber mit eingebaut das Feature, dass man die Lehrlingskarte auch hinein einlädt. Und zwar QR-Code scannen. Und dann brauchst du das Schreiben, das du bekommen hast. Liebe Kamera, mach mal scharf. Genau, ich bin jetzt die Muster Maria, wohne in Aist, Fass 12 und so weiter. Das bekommst du von uns zugeschickt als E-Mail. Du kannst es direkt vom Bildschirm abscannen, aber auch ausdrucken. Genau. Das heißt, zuerst hat sich der Scanner schon automatisch aktiviert. Du gibst das Teil drunter. So. Genau. Dein digitaler S-Pass wird geladen. Bei dir wird die Gültigkeit so lange dauern, wie deine Lehre dauert.
Und schon zeigt da deine Lehrlingscard an. Man sieht hier wieder meine Traumidentität. Du kannst deine Lehrlingscard herumdrehen. Als Sicherheitsfeature haben wir diesen Knight Rider Balken, der rauf runter fährt. Hier ist das heutige Datum, hier ist die Uhrzeit. Das Ganze ist beweglich. Und was halt sehr praktisch ist, dass da dein Alter oben angezeigt wird. Ich bin jetzt 17 Jahre alt, 7 Monate und 10 Tage. Das heißt, wenn es ums Fortgehen geht oder darum geht, was ich in meinem Alter machen darf, kann ich damit ganz klar sagen, so alt bin ich. Und da diese digitale Lehrlingskarte offizielle Altersnachweis ist, wird es von Polizei, von Türstehern in Geschäften überall anstandslos akzeptiert. Wenn du das nächste Mal deine digitale Lehrlingskarte herzeigen möchtest, öffnest du einfach die S-Pass-App, gehst auf Mein S-Pass und hast sofort die Ansicht der Lehrlingskarte. Das ist jetzt auch offline verfügbar. Das Einzige, was jetzt noch zu tun gibt, ist zack, ruck, zuck, Lehrlingscard holen und viel Vergnügen damit.